Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und zwar, ja, klassischerweise ist dieser Vlog in der Chakra-Reihe, die ich gerade aktuell mache. Und das heißt, es wird auch in diesem Vlog um die Chakren gehen. Und zwar möchte ich den Vlog nutzen, um euch zu zeigen, wie meine Chakra-Arbeit, es hört sich immer so, Arbeit hört sich immer nach Aufwand und ne, unschön an, ist es aber gar nicht. Also wie meine Chakra-Arbeit im ganz normalen Alltag aussieht, wie ich das halt einbaue. Um euch zu zeigen, wie simpel es eigentlich ist. Es hat einfach nur was mit Routinen schaffen zum Beispiel zu tun oder den richtigen tollen Produkten. Und dass es halt gar nicht irgendwie ist, okay, ich muss mich jeden Tag eine Stunde hinlegen und irgendwie eine Chakra-Meditation machen oder weiß der Kuckuck. So ist es halt nun mal gar nicht. Und das möchte ich euch in dem Vlog gerne zeigen. Und wir starten mit der ersten Routine des Tages, die mir auch mit einer der liebsten ist. Übrigens entsteht dieses Video in Zusammenarbeit mit meiner lieben Maren von Chakmonie. Und das ist wirklich der Shop, bei dem ich ausschließlich meine Sachen bestelle. Was so die Chakren angeht. Außer was ich noch zusätzlich kaufe, was ich nicht bei ihr kaufe, sind halt meine Bachblüten und die Aromatherapieöle, also die ätherischen Öle. Das bestelle ich nicht bei ihr, aber alles andere, was ihr hier heute seht, ist garantiert von Chakmonie, weil ich wirklich ausschließlich bei ihr bestelle. Und Chakmonie, den Shop findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt mit dem Vlog. Und ja, ich zeige euch mal, wie das so tagtäglich dann bei mir aussieht. Also das erste, ich sag mal, Ritual des Tages, und es ist auch mit das Schönste, ist halt auszusuchen, welchen Tee ich aus welcher Tasse trinke. Also das ist bei mir normalerweise nicht so schön aufgebaut, aber ich dachte, es ist ganz cool, um euch das zu zeigen. Also da hinten stehen quasi die Chakra-Tassen und hier habe ich die verschiedenen Chakra-Tees. Ich liebe diese hier, einfach weil die von der Verpackung halt einfach auch schon mal so schön sind. Hier hat man für Lebenslust, für Einklang, da hinten ist die goldene Mitte. Die finde ich halt auch zum Verschenken super schön. Übrigens auch die Tassen. Guckt mal, wie toll das ist. Ich bin stark und beschütze dann halt das entsprechende Chakra. Obendrauf, über die Tassen hatte ich in einem Video schon mal Näheres gesagt. Also das ist wirklich tollste Arbeit. Das ist hochwertig, das sind extrem hochwertige Produkte. Also hier hat man, wie gesagt, die verschiedenen Teesorten. Und ich mache das dann immer. Die sind halt auch so schön gestaltet, ne? Meine Güte. Und ich mache das dann immer nach Gefühl. Also ich entscheide nach Gefühl heraus, welche Tasse und welcher Tee soll es heute sein. Es muss nicht immer der passende Tee zur passenden Tasse zum Beispiel bei mir sein. Ich mache das gefühlsmäßig. Oder wenn ich sage, okay, heute steht irgendwas an, wo ich klar kommunizieren muss zum Beispiel, dann würde ich mich fürs Halschakra zum Beispiel den Morgen entscheiden. Aber ansonsten lasse ich es eigentlich spontan entscheiden, weil oft habe ich gemerkt, dass so, ich denke, okay, ich muss gerade an diesem oder jenem Chakra arbeiten oder es wäre toll, heute die Tasse zu nehmen und bekomme dann aber ein Gefühl für eine ganz andere. Heute wird es übrigens zum Beispiel die Tasse werden und ich kann euch nicht erklären, warum, aber es ist einfach so, weil unser Unterbewusstsein ganz gut entscheiden kann oder beziehungsweise unser Bauchgefühl eigentlich besser als unser Kopf entscheiden kann, welches Chakra wir gerade stärken müssen. Also die wird es heute bei mir und ich kann euch nicht erklären, warum. Also ich lasse mich dann immer ganz spontan leiten, welche spricht mich heute an, welche ist mir zum Beispiel zuerst ins Auge gefallen oder so. Aber ich wollte noch ein bisschen was Näheres zu den Tees erzählen, die ich, wie gesagt, zum einen super geil finde, um sie zu verschenken, weil es optisch einfach mal der Knaller ist. Also diese hier, ich finde auch die Verpackung so geil. Wo bekommt man bitte so schön verpackten Tee her? Und das sieht jetzt mega teuer aus, ne? Aber so eine Packung kostet 5,95 €. Das ist wirklich gut. Und das ist halt wirklich hochwertiger Tee. Das ist es halt. Und zwar sind die von der Marke Be Better. Und die Teebeutel, die da drin sind, das sind diese, also Pyramidenbeutel, sagt man, glaube ich, dazu. Und was habe ich jetzt aktuell noch? I am. Das I know und das I love. Genau. Ja, wie gesagt, also wie schön ist das bitte, ne? Wenn man es vor allen Dingen in der Kombination vielleicht dann verschenkt mit Tasse und Tee.
Aber auch so, muss man ja jetzt nicht sagen, du, das ist Chakra-Tee, ist gut für deine Chakren, wenn derjenige vielleicht nicht so auf dem Trip ist, aber optisch einfach der Renner. Und wie gesagt, da sind diese, ich glaube, man nennt die Pyramiden-Teebeutelchen drin, die man tatsächlich sogar zweimal benutzen kann, ohne dass das irgendwie eklig ist. Und dann hat man halt noch diese schönen, die machen sich halt auch optisch, ich kann es nicht oft genug sagen, dass die halt einfach so schön sind. Und ey, die sind 2,99 €. Also das ist wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut. Genau, und hier sind, wartet, jetzt muss ich gucken, weil das weiß ich tatsächlich nicht, 16 Stück drin. Und das sind halt so diese stinknormalen Teebeutel, ne? Aber 2,99 €, also ne, deswegen sieht das halt hier auch so aus. Genau, und das ist mein morgendliches, liebstes Ritual, zu entscheiden, okay, mit was starte ich heute, mit welcher Tasse, mit welchem Tee, und das genieße ich dann tatsächlich auch. Also das mache ich auch nicht nebenbei und das mache ich auch erst, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dass ich mir nochmal diese 15 Minuten Zeit nehme und in Ruhe den Tee trinke. Und das ist halt sowas, das ist jetzt nicht, da muss ich mich jetzt nicht eine Stunde hinsetzen und irgendwie meditieren oder so ein Quatsch, sondern ich genieße einfach in Ruhe meinen entsprechenden Tee, der quasi von innen arbeitet, könnte man so sagen. Und von außen arbeite ich einfach optisch mit den Tassen. Genau. Was ich auch direkt morgens mache, ist, mir eine Chakra-Karte des Tages zu ziehen. Also hier in diesem, da sind die Karten drin. Hier ist nochmal so ein kleines erklärendes Büchlein. Und wir werden mal gucken, was die Karte des Tages ist. Und ich habe heute diese Karte hier. Das ist eine vom Wurzelchakra. Sehr interessant, weil bei meiner Lesung rauskam, dass gerade das Wurzelchakra auch eins meiner blockierten Chakren ist. Also hier sieht man das nochmal. Hier sieht man auch den Sitz nochmal. Hier. Das spiegelt so. Und zwar Seelenkräfte. Schutz vor Darmerkrankungen, Verstopfung, Rückenschmerzen und Knochenerkrankungen. Was gut ist, weil ich Rückenschmerzen habe. Unterstützung von Heilungsprozessen im Einflussbereich des ersten Chakras. Stärken sind stabile Knochen und Zähne, gute Dickdarmfunktion und Ausscheidung, gute Blutqualität, starker Ischiasnerv. Und dann gibt es halt immer eine Yoga-Übung des Tages quasi für dieses Chakra, was man da halt machen kann, ne? Und Wegweiser, das finde ich auch immer sehr schön. Sind die Grundlagen geschaffen, wende deinen Blick höherem zu. Meine Glückszahl heute ist also die 1. Also ist das Chakra, mit dem ich mich heute intensiv beschäftige, das Wurzelchakra. Das heißt, ich werde mich mit viel Rot umgeben, dem entsprechenden Tee, der entsprechenden Tasse, alles so ein bisschen auf das Chakra ausrichten. Und wenn man das halt wirklich nutzt, wenn man halt wirklich jeden Tag so eine Karte zieht, wird man natürlich geleitet, okay, welches Chakra bedarf halt meine Aufmerksamkeit, und darauf kann ich dann auch alle meine ganze Chakraarbeit des Tages darauf ausrichten und durchlaufe so aber auch immer irgendwie alle Chakren, weil ich ja jeden Tag eine andere Karte ziehe. Genau. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Sache, zu sagen, okay, das ist meine Yoga-Übung des Tages, das ist heute mein Chakra, mit dem ich mich besonders auseinandersetzen möchte. Auch gleich am Morgen mache, ist, dass ich mir mein Wasserglas vorbereite mit meinen Bachblüten. Also einfach Wasser und dann die Bachblüten rein, entsprechend dem Chakra. Das findet man auch in den entsprechenden Tabellen. Ich habe jetzt 2 Bachblüten, die ich dann miteinander kombiniere. Und das mache ich mir hier in einem Wasserglas fertig. Und das trinkt man über den Tag verteilt. Und deswegen suche ich mir dann von den tollen Glasuntersetzern, die sind echt wunderschön, von den Glasuntersetzern dann noch einen aus. Entweder mache ich so nach Gefühl oder ich bleibe an dem Tag bei einem Chakra, je nachdem, was vielleicht früh ich für eine Tasse genommen habe oder so, und wähle mir dann den entsprechenden aus. Und dann steht das so den ganzen Tag über und wird halt dann immer mal wieder von mir geleert. Ich finde die echt, die sind traumhaft schön. Also ich liebe die Tassen schon, ne? Aber diese Glasuntersetzer sind auch nochmal so schön. Und wir haben eine Rabattaktion mit Maren gemacht. Das heißt, ihr bekommt gerade auf dieses 7er Set Glasuntersetzer 10% Rabatt. Außerdem auf den Herzchakra Glasuntersetzer, wenn ihr den einzeln nehmen wollt. Also Herzchakra. Dann noch auf die Herzchakra-Tasse und die Herzchakra-Medaillon-Kette. Das findet ihr alles unten in der Infobox nochmal verlinkt. Aber das ist halt auch nochmal was ich so mache. Und die sind echt so schön.
Ich hatte ja schon ein bisschen was darüber erzählt, wie man halt rausfinden kann, welche Chakren bei einem zum Beispiel blockiert sind. Wer das Video nicht gesehen hat, dem verlinke ich das nochmal. Und das ist ja aber immer so ein, was man eventuell denken könnte. Ne? Also dieses, ich lese mir so ein paar Symptomatiken durch und überlege, ob das in meinem speziellen Fall passen könnte. Klar, das funktioniert natürlich sehr, sehr gut und man kann ja nie was falsch machen. Also du machst ja nie was falsch, wenn du einem bestimmten Chakra deine Aufmerksamkeit schenkst. Dann kannst du nie was falsch machen. Ich wollte aber mal was anderes ausprobieren. Und ich arbeite seit einer Weile mit meiner lieben Rosa zusammen. Rosa ist unter anderem Heilpraktikerin und macht auch so eine Energiefeldlesung und eine Chakra-Lesung. Bei unserer letzten Sitzung habe ich sie einfach darum gebeten, mal zu schauen, was bei ihr ankommt, welche Chakren bei mir blockiert sind. Und da kam bei ihr, dass es das erste und das zweite Chakra ist. Beim ersten Chakra, das hatte ich selber schon mir gedacht, dass es das auf jeden Fall ist. Zweites Chakra war ich mir unsicher. Also ich hätte gedacht, es wäre dann tatsächlich noch irgendein anderes. Aber bei ihr kam halt so, dass das erste und das zweite Chakra gerade die sind, die von mir gerade besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Und deswegen habe ich tatsächlich auch in meiner Chakra-Arbeit, Chakra-Therapie, meine Aufmerksamkeit gerade speziell auf die gelenkt, bei den Sachen, wo ich mich entscheiden muss. Also sowas wie, welche Tasse nehme ich heute, welchen Tee nehme ich heute, welchen Glasuntersetzer. Das mache ich einfach gefühlsmäßig, was an dem Tag halt gerade ansteht oder entsprechend des Tageschakras, das ich gezogen habe. Aber wenn es jetzt so an die Aromatherapie und Bachblütentherapie geht, konzentriere ich mich dann schon immer gerne auf die blockierten Chakren und das mache ich halt gerade mit dem ersten und dem zweiten Chakra. Schau aber halt, dass irgendwie immer alle Chakren von mir Aufmerksamkeit bekommen, wenn man das so schön sagen mag. Und genau, das fand ich super interessant und das mache ich auch sehr, sehr gerne mit ihr zusammen und das ist auch was, was ich mir regelmäßig gönne, weil das was sehr, sehr Heilendes ist und nach diesen Sitzungen geht es mir immer sehr, 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 sehr gut und gibt mir immer auch sehr viel Aufschluss über mich selbst. Also manche Dinge möchte man tatsächlich auch nicht hören, aber wenn man dann so von ihr gesagt kriegt, ne, erstes, zweites Chakra, das steht da, da und dafür und dann kommen so die ganzen negativen Sachen und ich denke so, scheiße. Ja, das willst du dir nicht eingestehen, aber ja, genau so ist es und das muss man manchmal einfach auch haben. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das muss man nur sich selbst gegenüber eingestehen. Genau, ich kann euch mal Rosas Instagram-Account unten verlinken und auf Facebook findet ihr sie auch. Also wenn ihr da mal Interesse habt, das mit ihr zu machen, also das kann man übers Telefon machen, funktioniert auch tatsächlich wirklich. Und vielleicht habt ihr da mal Lust, von ihr lesen zu lassen, welche Chakren eventuell bei euch blockiert sind, dann könnt ihr euch sehr gern bei ihr melden. Noch was ganz Tolles, was ich euch gerne zeigen möchte, sind meine Chakra-Kissen tatsächlich. Die sind so schön. Also mal so von der Größe her. So groß sind die ungefähr. Die sind sehr schön weich, super schön verarbeitet. Das ist halt bling-bling vom Feinsten. Es sieht halt so schön aus. Und die liegen hier auf meiner Couch. Weil das ja auch der Ort ist, wo ich meditiere tatsächlich. Und wenn man dann sowas irgendwie hat, ist das schön. Das ist halt wieder so dieses, du guckst halt natürlich ständig am Tag drauf. Und umgibst dich mit den entsprechenden Farben und Symbolen. Das ist halt so schön, ne? Also das ist sowas, da kann man sich gar nicht genug dran satt sehen. Die sind so schön. So schön. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal alle 7 haben werde. Einfach weil ich nicht, das wäre zu viel. Das wäre too much. Aber so vielleicht so dieses eine, was einem besonders wichtig ist oder so. Oder was einen optisch sehr anspricht. Bin ich verrückt, dass ich hier die ganze Zeit drüber streiche? Wahrscheinlich ein bisschen. Genau. aber das ist so eins der Highlights tatsächlich. Also die sind echt wunderschön. Was ich jetzt machen werde, also wofür ich mir jetzt die Zeit nehme, ist eine Chakra-Meditation. Da gibt es übrigens auch sehr, sehr viele Sachen dazu auf YouTube. Da kann ich euch mal ein bisschen was in der Infobox verlinken, wo ihr das einfach mal ausprobieren könnt. Und die sind auch nicht so lang, weil das, was ich mache das hier mit dieser CD. Und da ist eine Runde 45 Minuten lang. Und das ist wirklich was, was ich mir so als
Das setze ich mir richtig als Termin in den Kalender, weil also das mache ich einmal die Woche Minimum. Manchmal dann noch, wenn ich sage, oh, jetzt ist mir gerade danach oder so, aber einmal die Woche steht es tatsächlich richtig in meinem Kalender, dass ich es auch dann wirklich mache. Ich bin so ein Mensch, ich muss mir sowas tatsächlich wirklich in den Kalender schreiben. Also da steht zum Beispiel auch drin, welchen Abend ich lese und welchen Abend ich arbeite zum Beispiel. genau, also das steht zum Beispiel wirklich in meinem Kalender. Und das mache ich jetzt. Und was ich da noch zusätzlich mache, ist, dass ich das verbinde mit meiner Aromatherapie. Also ich habe hier so einen ganz, ganz tollen Diffuser. Den habe ich letztes Jahr von meiner Mama geschenkt bekommen. Von InnoCare ist das. Den hat sich mittlerweile auch eine Freundin von mir nachgekauft. Den gibt es bei Amazon. Deswegen verlinke ich euch den gerne mal unten in der Infobox. Der hat auch so eine ganz, ganz tolle Lichtfunktion. Das lieben die Kinder. Der läuft bei uns tatsächlich fast täglich. Entweder läuft er zum Beispiel, bevor die Kinder ins Bett gehen, dass da nochmal einmal mit Lavendel rumdiffust wird. Oder er läuft hier, während ich arbeite, während ich mich entspanne. Oder eben, ganz wichtig, während ich eine Chakra-Meditation mache, dann mit dem entsprechenden Öl, was ich mir da halt gerade aussuche. Also das Öl, was ich dann da reingebe, das ätherische Öl, ist dann nochmal die Konzentration auf ein bestimmtes Chakra. Und im Moment lege ich ja meine Konzentration aufs erste und zweite Chakra. Und meine ätherischen Öle, also ich würde euch davon abraten, wenn ihr das wirklich ernsthaft machen wollt, ätherische Öle dann irgendwie so bei Rossmann oder so zu kaufen, weil die nicht besonders rein sind. Ich kaufe meine bei doTERRA. Da, zu doTERRA bin ich gekommen, da kann übrigens nicht jeder Otto-Normalverbraucher bestellen. Zu doTERRA bin ich über eine Freundin von mir gekommen, die mir da den Zugang quasi ermöglicht hat. Und da, oh, also bei doTERRA könnte ich mich dumm und dämlich kaufen. Da gibt es so geile Sets, auch so geile Geschenksets. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch so Aromatherapie und sowas ganz allgemein interessiert, könnt ihr das super gerne mal auch in die Kommentare schreiben, dass ich da mal ein ausführlicheres Video mache zu dieser Aromatherapie, jetzt unabhängig von den Chakren. Und setzt euch auf jeden Fall mal in Kontakt zu meiner Freundin Regina rein. Wenn ihr da Bock habt, dann schreibt ihr einfach mal und fragt sie mal. Sie hat da sowieso viel mehr Ahnung als ich. Aber wenn ihr so Bock habt, wenn euch das Thema Aromatherapie interessiert, dann schreibt das sehr gerne mal. Dann mache ich dazu mal ein Video und vielleicht auch mal ein Interview mit ihr. Und genau, aber für mich geht es jetzt auf die Couch. Ich mache jetzt eine Chakra-Meditation. Oh, da freue ich mich auch schon richtig drauf jetzt. So, ich bin jetzt dabei, mich gerade in Ruhe fertig zu machen, weil ich mich gleich mit Freunden treffe. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen zeigen, was ich so an Schmucksachen habe, wenn es um die Chakren geht. Und erstmal muss ich sagen, sind die immer super schön verpackt und ich lasse die auch immer da drin, weil das, hallo, das ist mal super, super, super schön. Und das ist auch ehrlich gesagt mein liebstes Teil. Also ihr wisst ja, ich bin nicht so der Riesenschmuckträger. Also ich habe eigentlich keinen Schmuck, den ich tatsächlich täglich trage. Was ich aber sehr schön finde, sind diese dezenten Armbänder. Das ist jetzt hier zum Beispiel vom Wurzelchakra das. Versuche ich das mal ein bisschen näher ranzuholen. Und die finde ich tatsächlich sehr, sehr schön, weil sie halt so sehr schlicht sind. Und das ist halt genau meins, wo ich sage, ne, so was ganz Dezentes. Das ist so eher meine Geschichte. Ich habe allerdings auch noch ein paar andere Sachen. Hier, die sehen dann übrigens so aus. Kriege ich das so auf. Genau. Also das sind jetzt hier zum Beispiel Ohrringe. Da habe ich diese. Ich finde das halt so geil mit diesen. Wie nennt man das, was da? Diese Dinger hier unten dran. Aber das finde ich süß. Das ist irgendwie cool. Und bei meinen kurzen Haaren macht das halt viel her. Gerade auch von der Farbe her. Und dann habe ich noch eine Kette. Und zwar vom Halschakra. Das finde ich halt einfach total passend natürlich. Wenn man diese Kette halt umhat. Und die sind auch so, 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 so schön. Und dann habe ich noch, es gibt halt auch Tücher. Ich habe ein grünes. Also die sind, also hier vorne ist das so schön aufgestickt. Guckt man da. Und dann ist das so ein bisschen mit Farbverlauf und geht dann in so ein schönes, helles Mint über. Genau, und da muss ich mir jetzt überlegen, irgendwas davon soll es jetzt gleich werden. Also das ist so
Das Armband ist so mein All-Time-Favorite, sag ich mal, der eigentlich so immer geht. Ich glaube aber, es wären die Ohrringe, glaube ich. Oder das Tuch ist natürlich jetzt im Herbst auch ganz geil. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Genau. Und so hat man halt auch wieder ganz simpel, weil es geht einfach darum, dass ich mich dann zum Beispiel mit den entsprechenden Farben von dem Chakra umgebe, mit der Symbolik, dass ich es halt einfach hier so bei mir trage. Und es ist wirklich ganz viel mit dieser Arbeit auch mit den Farben, dass man sich einfach mit den Farben umgibt, die halt immer wieder ansieht, um damit das Chakra entsprechend zu aktivieren. Also eigentlich eine ganz simple Geschichte und lässt sich durch solche Sachen natürlich super gut in den Alltag integrieren. Was ich auch noch habe, sind solche Heilsteine. Das sind jetzt die Heilsteine zum Beispiel für Sakralchakra. Das ist Karneol. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Und damit kann man ganz unterschiedliche Dinge machen. Also was ich halt gerne mache, so als Handschmeichler, weil die sind unglaublich schön, dass man die einfach nur so ein bisschen in der Hand hält oder aber in die Hosentasche zum Beispiel steckt. Tagsüber kann man auch in BH tun, wenn man hier so einen kleineren zum Beispiel nimmt. Man kann aber damit auch sein Getränk energetisieren. Also man nimmt einfach eine Glaskaraffe und gibt die dann zum Beispiel dazu. Und der Karneol, was das halt hier zum Beispiel jetzt ist, der Heilstein für Sakralchakra, der verleiht Standfestigkeit und Tatkraft. Der hebt die Laune einfach an. Der hilft auch durch lösungsorientiertes Denken, sich Anforderungen zu stellen oder Probleme zu bewältigen. Der fördert den Gemeinschaftssinn und der schenkt einfach Lebensfreude und Vitalität. Und ist einfach was Schönes, so, was man so bei sich trägt, was einen so ein bisschen, ne, so eine Art Anker, aber auch einfach, was einen so schützt und was einen bestärkt, wenn man das so den ganzen Tag bei sich trägt. Das finde ich auch super schön. Also ihr habt in diesem Vlog unglaublich viel erfahren, was man so machen kann in der Chakra-Arbeit, wie man das so für sich gestalten kann. Konntet so ein bisschen gucken, was ist vielleicht was für euch, was sich in euren Alltag gut integrieren lässt, auf was ihr Bock habt. Und ja, probiert es einfach gerne mal aus. Ich hoffe, dazu konnte dieser Vlog inspirieren, wie simpel das einfach ist, das auch in seinen Alltag zu integrieren. Startet vielleicht mit einer Sache, die euch jetzt am meisten angesprochen habt. Und stellt mir gerne noch Fragen, wenn ihr welche habt, in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir dann von euren Erfahrungen gerne berichtet. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, war mal was ganz anderes. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!